Liebe Marian von Zmitz3, ganz überrascht war Sandra heute Morgen, weil was hat sie gesehen in unserem Kühlschrank? Ganze Haufen feine. Ein Zettelchen zuerst. Zuerst ein Zettelchen. Genau. Man kann es glaube ich nicht lesen. Es steht drauf, Esswaren im Kühlschrank von Zmitz3. Sandra, du zeigst schon mal. Und siehe da. Also, alles das ist noch nicht alles. Sachen. Genau. Es hat nicht einmal alles Platz gehabt. Unsere Colette war gerade noch da, eine Psyche abstatten. Die hat jetzt gerade zwei Schüsseln heimgenommen für sie und ihre Tochter und wer auch immer. Hat sich fest gefreut. Hat schon gekocht. Ja. Wir gehen jetzt auch mal essen. Danke, Marian, von Zmitz3, für die tolle Spende für den Putzort. Ja. So, liebe Zmitz3-Truppe, wir zeigen euch mal, wie wir zwei jetzt das Essen warm machen, weil Putzort ist so arm und hat keine Mikrowelle. Falls mal jemand eine möchte spenden. Aber wir haben einen ganz geilen Grill und mischen jetzt doch ein bisschen Essen. Geh mal drauf, Sandra. Wir brutzeln das jetzt hier ein bisschen, machen es ein bisschen warm. Und dann können wir schön hier drauf essen. Wir ganz brauchen nicht einmal Teller. Nein, sagen wir, sind nicht ideenreich. Genau. Schmecken tut es auf jeden Fall schon sehr fein. Sonst haben wir hier über Mittag tausende von Leuten im Büro, die auch im Weg stehen. Ausgerechnet heute, wo wir so viel zu essen haben. Sandra und ich sind ganz Nachmittag allein. Ist noch lang. Ja, Freitagnachmittag. Genau. Also es wird alles gegessen. Mhm. Ja, sicher. Hey. Was machst du da? Gell? Ich soll doch einen sagen, Heidi. Sandra, wie schmeckt es? Irrsinnig. Ganz, ganz fein. Das ist doch schön. Schaut das mal an. Heiß. Also, liebe Köchin von Zmitz3, du darfst sehr gern weiter kochen. Mit einmal zu viel kochen. Sandra. Hat das sehr gern. Ja. Ich auch. Ja. Yeah.